Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr diesen 2x2 Rubik's Cube lösen könnt. Meiner ist jetzt ein V-Cube, aber das ist ja egal. Und ja, ich werde das in drei Steps aufteilen. Als erstes werden wir die obere schwarze Seite lösen, bei den meisten ist das eine weiße Seite. Dann werden wir diese Steine unten an die richtige Stelle platzieren und dann gelb nach oben drehen. So, also fangen wir an mit Verdrehen. So. So, jetzt ist er verdreht. So, jetzt fangen wir an mit Step 1, die schwarze Fläche bilden. Also als erstes müssen wir uns mal an einem Stein orientieren. Bei mir ist jetzt der schwarz-grün-rote. An dem werde ich mich jetzt orientieren. So, also muss hier eine Ecke hin, die schwarz-grün ist. Oder eine Ecke, die schwarz-rot, muss dann nach hier. Gucken wir jetzt mal bei schwarz-grün. Wo ist eine schwarz-grüne Ecke? Hier, schwarz-grün. Die drehen wir unter den richtigen Platz. Die muss ja nach hier. Dann drehen wir sie unter den richtigen Platz. Die muss jetzt nur noch hier hoch. Wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Also ich nenne diese Reihen hier immer Slots. Also als erstes drehen wir den die Ecke zur Seite, öffnen den Slot, indem wir den nach unten drehen, dann drehen wir den Stein in den Slot rein und schließen ihn wieder. Wie ihr seht, haben wir jetzt zwei Steine an der richtigen Stelle. So, dann geht es jetzt weiter, entweder schwarz-rot oder schwarz-orange. Ich nehme jetzt mal schwarz-orange. Da müsst ihr mal gucken, eigentlich ist das jetzt ganz einfach, man könnte diesen schwarzen einfach ein weiter nach oben drehen. Und wie ihr seht, ist der Würfel schon an der richtigen Stelle. Aber ich zeige euch noch eine andere Methode. So, ihr dreht den Würfel runter, dreht den aus dem Slot raus, jetzt der hier, und schließt den Slot wieder. Ihr müsst den immer wieder schließen, sonst macht ihr vielleicht die obere Platte wieder kaputt. So, jetzt drehen wir den Stein an die richtige Stelle, nach hier. Nur wenn wir den jetzt da rein tun, indem wir den zur Seite drehen, den Slot öffnen, den Würfel da rein drehen, wieder hoch. Wie ihr seht, ist der jetzt falsch gedreht. Schwarz muss ja oben sein. Das machen wir so. Wir drehen das runter nochmal. Drehen den einen weiter nach hinten, jetzt der hier hinten. Und drehen dann den Slot wieder hoch. Wie ihr seht, ist jetzt der Stein richtig. Jetzt fügen wir den nochmal ein. Also zur Seite, Slot öffnen, rein, schließen. So, jetzt haben wir fast alle an der richtigen Stelle. Den letzten noch, der ist jetzt auch falsch gedreht. Dann machen wir das gleiche. Rein, stattdessen jetzt noch einmal weiter nach hinten. Slot schließen, jetzt ist er an der richtig rumgedreht. Jetzt drehen wir ihn zur Seite, in den Slot und schließen es wieder. So, das wäre der erste Schritt. Gleich geht's weiter. So, jetzt geht's weiter mit Step 2. Und dafür drehen wir den Würfel rum. Und jetzt werden wir diese Steine hier an die richtige Stelle bringen. Also müssen wir die dafür tauschen jeweils. Und ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist irgendein Stein an der richtigen Stelle? Nein, leider nicht. Okay. Gucken wir mal. Hier ist blau. Wo ist der? Ah, diese beiden müssen jetzt zum Beispiel getauscht werden, dann wären sie an der richtigen Stelle. Das erfolgt, indem wir die beiden nach vorne nehmen, die wir tauschen wollen. Dann drehen wir links nach oben, nach rechts, links nach unten, die ganze vordere Seite nach rechts, oben nach links, vordere Seite nach links, links nach oben, obere Seite nach links, linke Seite nach unten und dann noch zweimal nach links. So, wie ihr seht, sind jetzt die Steine getauscht an der richtigen Stelle. Und jetzt gucken wir mal weiter. Diese beiden müssen zum Beispiel jetzt nochmal auch getauscht werden. Dann sind alle an der richtigen Stelle. Dafür wiederholen wir das nochmal. Also, links nach oben, oben nach rechts, links nach unten, dann vordere Seite nach rechts,
Dann oben nach links. Vordere Seite nach links. Linke Seite nach oben. Obere Seite nach links. Und linke Seite wieder nach unten. Und oben wieder zweimal nach links. So, jetzt sind alle an der richtigen Stelle. Das wäre auch schon die nächste Step gewesen. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der letzten Step, Step 3. Gelbe, so die Steine drehen, dass Gelb nach oben zeigt. Dann ist der Cube gelöst. Ciao! So, jetzt sind wir bei Step 3. Also, jetzt werden wir die gelben Steine nach, gelben Seiten nach oben drehen. Das ist eigentlich mit das Leichteste. Also, wie ihr seht, guckt gar keine Seite nach oben. Also muss jede Seite nach oben gedreht werden. Und das machen wir so. Wir drehen die rechte Seite nach oben. Erstmal bringen wir den Stein, den wir drehen wollen, nach vorne rechts. Dann drehen wir rechts nach oben, vordere Seite nach links, rechts nach unten, vordere Seite nach rechts. So, wie ihr seht, ist jetzt ein ganz anderer Stein da, aber man muss auch immer den Schritt zweimal wiederholen. Also zweimal machen. Rechte Seite nach oben, vordere Seite nach links, rechte Seite nach unten, vordere Seite nach rechts. So, wie ihr seht, ist der Stein jetzt einmal gedreht worden, aber die gelbe Seite zeigt immer noch nicht nach oben. Also wiederholen wir das Gleiche noch zweimal. Also nach oben, nach links, nach unten, nach rechts. Oben, nach links, nach unten, nach rechts. So, wie ihr seht, ist der Stein jetzt richtig platziert, nur der Würfel ist verdreht. Keine Bange, das ist normal. Jetzt drehen wir nur die obere Seite zum nächsten falschen Stein. Also jetzt ist der nächste, der falsch gedreht ist, wieder vorne rechts. Dann machen wir das Gleiche nochmal, bis das Gelbe nach oben zeigt. So, wie ihr seht, ist jetzt das nächste auch fertig. Und dann wieder nur die obere Seite. Und dann nochmal. So, jetzt nur noch der letzte Stein und dann ist der Würfel gelöst. So, wie ihr seht, gucken jetzt alle nach oben. Jetzt müssen wir die obere Seite nur noch einmal drehen. Und der Würfel ist gelöst. Juhu. Okay, das war's dann. Danke fürs Gucken. Ciao.